Wie im Livestream schon angekündigt, werde ich die jetzt hier auspacken. Wir sind jetzt hier am Dienstag auf meinem Kanal. Wer das noch nicht weiß, am Dienstag gibt es immer Unboxings. Ich habe eine richtig Menge bestellt. Da sind Werkzeuge mit bei, da sind Sachen mit bei, Zubehörteile für meine Tiere, für die Hamsterchen, alles drum und dran. Also hier das volle Programm. Nächstes Mal werden wir auch was für meine Hündin mit auspacken. Das habe ich schon gefilmt und da könnt ihr euch auf ein kleines Boxenmassaker von der Post freuen. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier diese ganzen Pakete auf. Mit dem beginnen wir, was mich so am meisten überhaupt interessiert hat. Ich habe so lange damit gerittelt, ob ich das überhaupt bestellen sollte oder nicht. Das ist jetzt hier ein Laufrad und zwar von Bukas Taste oder Chiki Taste. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Firma überhaupt nennt. Gekommen bin ich darauf, weil auf Nietenangel oder Night Angel oder wie diese amerikanische Firma heißt, die Laufräder haben. Die sind so ähnlich wie die, ich glaube, wie die Charlie transparenten Laufräder, die es hier in Deutschland gibt, aber die sind so lange vergriffen und die ganzen Lieferwege. Und dann ist jetzt eben halt ein transparentes Laufrad. Transparent hier für die Hamster, jetzt für Mayo, weil von der Größe 26 cm ist es jetzt nur für den Zwerghamster geeignet. Aber ich fand das so hübsch und ich wollte es so gern haben. Und dann habe ich die ganze Zeit rumgeeiert, ja, nein, doch, und habe es jetzt bestellt. Es ist vertrieben direkt eben halt über Amazon, dann halt mit der ganzen Verpackung. Aber der Name hier, Hupala, kommt mir schon ganz schön bekannt vor, ne? Weil ich habe ja auch Vertrieb und Einkauf und so weiter alles halt über den Raum weltweit dann auch gemacht. Und ja, I have my eyes on you, aber trotzdem öffne ich das hier mal. Boah, das ist schwer! Ja, hör mal. Okay, das ist jetzt hier der Rest, tue ich mal runter. Boah, das ist aber schon sehr glatt, das habe ich nicht gesehen, da bin ich ja mal gespannt, wie die Mayo da drin läuft. Ah, hier kann man es auch komplett abmachen. Schaut euch das mal an hier. Ja, ihr kennt mich. Ich freue mich immer, wenn die Laufräder radeln, aber ein sehr schönes Teil. Ich habe mir das echt nur geholt, weil ich das irgendwie geil fand. Also, und schade eben halt, dass die anderen Laufräder jetzt gerade nicht bestellbar sind oder andere Sachen sollten ab März wieder bestellbar sein. Ich weiß, wie das ist mit der ganzen Lieferkette und den Verzögerungen und so, aber ich habe so lange geliebäugelt und ich wollte es dann jetzt auch haben. Und hoffentlich geht nur Mayonnaise nicht unter, weil es ist halt transparent, aber gut, das wird schon irgendwie dann funktionieren. Nächstes Paketchen, machen wir mal was Kleines. Die Sachen sind auch alle unterschiedlich wirklich angekommen. Super, meine Dremelscheiben. Und zwar wollte ich nämlich was schneiden, hat nicht dann funktioniert. Und ich habe mir meine ganzen Klingen, das sind ja so Klingen, mit denen man halt schneiden kann. Das ist so ein Werkzeug, damit könnt ihr Holz schneiden oder eben halt was einritzen. Eben halt so ein Multifunktionswerkzeug und da hatte ich keine mehr. Und die sollten jetzt auch nicht, hoffe ich, so schnell kaputt gehen. Und die sind auf verschiedenen Stärken hier drauf. Kann man immer mal als Hobbyhandwerker oder Hobbybastler gebrauchen. Also gut, dass die jetzt dann doch angekommen sind. Ich wollte die selber zum Basteln einmal gebrauchen. Das sind hier einzelne Holzstücke. Damit baue ich keine Brücken. Damit möchte ich höchstens nur eben halt ein paar Naturstücke und auch einzelne Grenzzäune bauen. Hier, das ist aber wirklich eine Babypackung. So. Nee! Was ist das denn? Miyuki hat noch ein Laufrad geholt. Hä? Warum? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste dieses Video ziemlich stark nachbelichten im Nachhinein. Sorry, aber ich habe hier nur die normalen Küchenlichter an. Dieses Laufrad, jetzt musste ich gerade hören, weil der Hund im Hintergrund bellt. Dieses Laufrad werde ich umfunktionieren. Das ist nämlich so ein 20 cm Durchmesserlaufrad zu einer Schlafhöhle. Also das werde ich komplett einmal durchschneiden und dann eben halt handwerken. Dazu werde ich aber auch ein Video erstellen und das seht ihr dann auch. Also das wird nicht jetzt nochmal für den Hamster benutzt. Ist auch ein bisschen sonst nur für meinen Zwerghamster geeignet wäre, aber das benutze ich nicht. Also auch ein weiteres dann von Kali. Hier ein Korklaufrad. Seid mal gespannt. Und sie machte noch ein Paket auf. Vakuumiertes Moos. Was ist denn damit los? Das werde ich auch zum Basteln benutzen. Und zwar für die Gehegeeinrichtung. Was genau, seht ihr dann in dem Video. Aber es ist hier vakuumiert. Aber trotzdem für die Weiterbearbeitung werde ich es eben halt nochmal in den Kühlschrank davor
legen, damit es dann 48 Stunden nochmal erkältet, also kaltgestellt wird. Und es sieht sehr schön grün aus. Das, also man denkt so, hey, das ist die Farbe, das ist aber jetzt hier die untere Farbe. Dann werde ich mir das mal anschauen. Ich habe gesehen, sowas gibt es auch schon bei Getsu und Rodipet und so im Handel zu kaufen. Also für Hamster und Rennmäuse und so. Habe ich aber leider bisher noch nicht gekriegt, sondern nur im Shop immer. Schade, weil deswegen habe ich auch danach geguckt, aber leider nicht gefunden. Damit werde ich auch noch weiteres basteln. Sind auch ein bisschen länger. Daher hoffe ich mich, dass ich die halt dann durchschneiden kann und dann hier auch dann weitere Zäune und Co. mitmachen kann. Es ist nur noch ein Paket. Dann haben wir es geschafft. Könnten auch die Leute, die dafür zuständig sind beim Versand, Leute, gebt mal die richtige Versandkategorie an, wenn ihr die Sachen zusammenpackt, ey. Ist manchmal unglaublich, was für große Pakete ihr da zusammenwürfelt für kleine Gegenstände, ne? Jetzt soll mal eine Party Sonnenurlaubsszene werden. Die würde ich super gerne dann mit Mayonnaise drehen. Und zwar ist das so ein Mini. Das soll nur eine Szene werden. Es soll nicht im Nagarium komplett stehen. Ich finde es aber super süß. Und ja, ich baue es auch gleich mal auf. Das seht ihr dann im Nachhinein. Holzstäbe. Ich habe noch normale Eisstäbe. Die sind aber nicht so breit. Die hier sind einen ganzen Zentimeter breiter. Also 2,5. Auf jeden Fall, da 2 cm, genau. 2 cm, also die anderen sind schmaler. Und da kann man auch ein bisschen besser mitbauen, weil man bei den ganz schmalen immer so viel aneinander setzen muss. Deswegen habe ich die da nochmal geholt. Des Weiteren habe ich auch noch ein paar Klopapierrollen. Das ist aber was anderes jetzt. Das ist jetzt nicht in diesem Unboxing mit dabei, sondern die Sachen, die sich dann hier befinden. Ich würde es am liebsten sofort irgendwo reinsetzen und Fotos dann machen. Es ist, ach, das kann man auch schön als Szenerie benutzen. Also dieses Urlaubsset hier. Wir haben dann einmal hier die Moosplatten vakuumiert. Dann das neue Laufrad hier, das große Ding. Und man, ja, da bin ich echt ja mal mega gespannt drauf. Dann das von Carly, den Boogie Wheel mit Kork einmal zum Basteln. Dann hier für meinen Dremel die Aufsätze und die Holzeinzelteile zum Basteln. Alles unten auch verlinkt. Däumchen werden Träumchen. Und wir sehen uns zum nächsten Unboxing immer am Dienstag wieder. Tschüss!